Hallo, dann herzlich willkommen zur zweiten Woche. Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich total, dass ich jetzt mal wieder die Zeit gefunden habe, so ein paar Snippets aus meinem Alltag mitzufilmen. Ich habe fest vor, diese Woche ganz, ganz viel zu filmen. Und ich habe auch vor, dass ich das dann so schnell wie möglich hochlade. Das letzte Video war nämlich ein kleiner Fail, beziehungsweise der Plan von einem Video. Ich hatte mir nämlich total viel vorgenommen und ich habe auch relativ viel mitgefilmt. Und zwar seit der Zeit, als wir noch in Wien waren. Falls ihr meinen letzten Vlog gesehen habt, ich war im November für einen Monat in Wien und habe da gelebt und gearbeitet und wollte dann für den Dezember so einen coolen Vlog machen, wie wir zurückkommen, so ein bisschen die Weihnachtszeit. Ich habe ein cooles neues Regal bekommen für meine Unterlagen für die Selbstständigkeit. Und das hatte ich alles mitgefilmt und dann habe ich auch die Weihnachtszeit mitgefilmt und wie produktiv ich zwischen den Tagen war. Und dann war ich in Berlin und dann war der Januar und dann dachte ich irgendwann, okay, ich kann jetzt nichts mehr posten, was mit Weihnachten zu tun hat und irgendwelche Winterwalks und habe dann dieses Video einfach komplett verworfen, was voll schade war. Aber sei es drum, ein paar Sachen werde ich euch trotzdem noch zeigen, wie zum Beispiel mein Regal. Und ja, damit gehe ich jetzt einfach in diese Woche und es wird einfach sozusagen ein bisschen komprimierte alles, damit wir einfach gut durchkommen. Diese Woche will ich auf jeden Fall mitfilmen, weil es eine sehr produktive Woche ist. Also ich habe relativ viel zu tun in Bezug auf die Arbeit, aber ich dachte mir, ich nehme euch da mal mit und zeige euch auch einfach, wie ich mich jetzt so als Selbstständige organisiere, was ich so für Tools dafür habe. Ich habe nämlich ein cooles Tool für mich entdeckt und zwar Notion. Kennen wahrscheinlich einige von euch. Da zeige ich euch wahrscheinlich morgen so ein bisschen was. Und genau, aber auch sonst habe ich noch so ein paar andere coole Sachen geplant, wo ich euch vielleicht ein kleines bisschen mitnehme. Also ich hoffe, dass das einfach alles so eine ganz schöne Mischung wird. Heute ist Dienstag und ich habe jetzt gleich relativ viel zu tun. Ich muss für einen Kunden noch einen Website-Check machen, beziehungsweise die Texte checken und nochmal die ganzen SEO-Keywords überprüfen, damit die Seite dann live gehen kann. Das soll dann morgen der Fall sein. Und ansonsten muss ich noch andere Texte schreiben, ein paar E-Mails an Kunden formulieren. Und heute Mittag habe ich einen Termin in der Stadt. Vielleicht nehme ich da euch auch so ein kleines bisschen mit. Und das ist ja der Plan für heute. Ich bin auf dem Sprung, deswegen halte ich es kurz. Ich wollte noch kurz einen Tipp geben. Falls Frostbeulen unter euch sind, ein kurzer Fashion-Tipp. Und zwar habe ich mir ein Merino-Shirt gekauft. Das ist einigermaßen dick, also jetzt nicht so super dünn, es ist blickdicht. Und es ist einfach perfekt. Ich ziehe das ungefähr jeden Tag drunter. Also ich habe ein Unterhemd, dann so ein Merino-Shirt und einen normalen Pulli. Und das ist jetzt gerade bei diesen Temperaturen echt genial, vor allem wenn es dann wärmer wird. Tagsüber kann man es natürlich auch ausziehen. Aber das habe ich jetzt wirklich noch gebraucht hier jetzt im Winter, weil es teilweise einfach ohne so eine Schicht drunter wirklich zu kalt ist. Und 100% Merino ist einfach ein super wärmendes und ich glaube auch kühlendes Material. Und ich habe darauf geachtet, dass es einfach 100% ist. Ich glaube, es ist 100% Merino und kein Mischmaterial, also nicht irgendwie Polyester und Merino oder irgendwie sowas. Und bis jetzt bin ich wirklich super happy damit. Und jetzt muss ich los. Hallo, ich melde mich noch mal ganz kurz zurück vom Schreibtisch. Ich war jetzt gerade eben in der Stadt bei einem Termin, habe danach noch kurz einen Kaffee getrunken und jetzt sitze ich wieder am Schreibtisch. Es ist kurz nach 4, ich schaue hier gerade meine To-Do-Liste. Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Die werde ich jetzt dann abarbeiten. Und ich hoffe, dass ich so um 6, halb 7 Schluss machen kann, weil ich heute Abend ganz gerne noch zum Sport gehen würde oder irgendwas Aktives machen würde, wenn ich motiviert genug bin. Soweit heute von mir. Vielleicht nehme ich euch noch so ein kleines bisschen mit. Ansonsten würde ich sagen, ich konzentriere mich jetzt auf mein Business und werde euch dann einfach morgen wahrscheinlich so ein bisschen mehr noch zu Notion zeigen und genau einfach so noch mal ein bisschen mehr hinter die Kulissen mitnehmen.
Ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Happy Hump Day oder was man alles mittlerweile sagt. Ich mache gerade einen Mittagsspaziergang, nachdem ich einen einigermaßen produktiven Morgen hatte, so ein paar Kundenaufträge abgearbeitet habe, muss ich jetzt mal ein bisschen frische Luft schnappen und was anderes sehen als nur meinen Bildschirm. Und mein Outfit spiegelt eigentlich so die Temperaturen wider. Es ist super schöner Sonnenschein, was mich mega freut. Aber es weht auch ein eiskalter Wind, deswegen bin ich noch ziemlich gut eingepackt. Ja, und es ist der 1. März. Ich freue mich. Ich freue mich über diese längeren Tage. Ich freue mich über die Sonne, die endlich viel, viel wärmer ist. Ich frage mich irgendwie gleichzeitig auch, wo Januar und Februar so hin sind. Aber ja. Ich freue mich auf den Frühling. Später werde ich noch so ein paar Sachen für Schrift und Herz machen. Und Notion habe ich auf dem Plan. Ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich gehe jetzt so meine klassische Runde, die ich eigentlich immer gehe. Es ist so eine halbe Stunde. Und es hilft wirklich, einfach mal was anderes machen als nur Bildschirm anschauen. Ich glaube da wirklich fest daran, dass ich immer so einen Kreativitätsspaziergang mache und einfach an nichts denke und die Gedanken schweifen lasse oder Musik höre. Und danach kann ich einfach wirklich viel, viel motivierter weiterarbeiten. Genau, jetzt genieße ich noch ein bisschen. Frühling ist doch, wenn man echt die ersten, leider ein bisschen plattgetrampelten, aber wenn man die ersten Krokusse und Schneeglöckchen sieht, oder? Der Tag heute ist irgendwie wie im Flug vergangen. Ich habe ja auch erst mittags angefangen zu filmen, weil ich ziemlich viel für meine Kunden gemacht habe und ich halte es jetzt eigentlich nicht für so relevant oder interessant für euch, wenn ich mich dabei filme, wie ich in die Tastatur hacke. Ich kann euch von meinen Kunden einfach nicht so viel zeigen, weil ich da natürlich Geheimhaltungsvereinbarungen unterschrieben habe und ja, ich jetzt auch einfach so hinter den Kulissen ja, euch einfach nicht so viel zeigen würde. Aber nachdem ich ja jetzt schon so viele Cliffhanger gefühlt in diesem bisherigen Video platziert habe, dass ich euch was zeigen will, werde ich euch jetzt echt noch einiges zeigen, und zwar drei Sachen. Das erste ist ein Regal, was ich mir gekauft habe, und zwar schon im Dezember. Ich hatte tatsächlich dann sogar gefilmt, wie es gekommen ist und so weiter und so fort. Aber wie ich ja am Anfang schon gesagt hatte, ich habe dann die meisten Videos irgendwie verworfen, deswegen auch das. Aber ich wollte euch das trotzdem noch kurz zeigen, weil ich super happy damit bin. Dann zeige ich euch noch kurz mein Notion Board und dann zeige ich euch noch ein Buch, was ich gelesen habe, beziehungsweise was ich gerade lese, was ich heute aber abgeben muss. Und ich wollte es euch aber trotzdem noch kurz zeigen. Gut, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Regal. So, das da hier ist dieses gute Stück. Ich zeige euch auch gleich noch die Aufteilung, aber noch kurz ein paar Hintergrundinformationen dazu, damit ihr auch versteht, warum ich dieses Regal so feiere. Und zwar war es so, dass ich bis jetzt in meiner Selbstständigkeit schon ein paar Ordner hatte. Also es haben sich einfach so ein paar Ordner angesammelt in Bezug auf Steuer, Versicherungen und so weiter und so fort. Also einfach so grundsätzliche Sachen, die man so als Selbstständige hat. Oder auch generell vielleicht als erwachsener Mensch, wenn man so seine Steuer macht und so weiter und so fort. Und ja, ein paar Sachen eben drucke ich dann aus, hefte sie ab, und ich hatte bis jetzt nicht wirklich einen Ort für diese Ordner. Und mich hat es gestört, weil ich einfach, ja, ich wollte einfach einen Ort dafür haben. Und vielleicht kann ich euch jetzt auch noch ganz kurz ein Bild von unserem TV-Sideboard einblenden, was wir davor hatten. Das hatte einfach so zwei Schübe und da waren dann Stricksachen drin und Verpackungen, Computer und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt dann einfach so nach 1,5 Jahren gesagt, ich möchte mir einfach ein super schönes Regal kaufen, womit ich auch lang glücklich bin, was man noch in andere Wohnungen mitnehmen kann, und habe mich dann eben dafür entschieden. Es ist von der Marke USM Haller, das ist so ein Klassiker. Die Marke kenne ich schon seit ziemlich vielen Jahren. Ich finde die total cool. Ich mag dieses Gelb total gerne. Das Praktische ist an diesen Dingern, dass man die noch anbauen kann. Also hier an diesen, sozusagen an diesen Nupsis, kann man in ganz unterschiedlichen Breiten und Höhen dann eben noch Regale anbauen. Das fand ich eigentlich ganz praktisch. Und ich war am Anfang auch ein bisschen unsicher, ob ich es mir in diesem Gelb kaufen soll, weil es ja natürlich schon ein ziemlicher Hingucker ist. Aber ich finde erstens das Gelb super, super schön. Es ist so ein ganz sattes, so ein Sommergelb.
Das ist das eine, warum ich mich dann doch dafür entschieden habe. Zweitens, weil ich einfach Gelb super schön finde. Und drittens, weil ich das irgendwie so motivierend finde. Und das ist einfach so eine schöne Spaßfarbe. Und ich finde, Arbeit darf ja auch Spaß machen. Aber jetzt zeige ich euch das mal ganz kurz. Kurz nochmal zur Aufteilung. Das ist 75 mal 75, nee, nicht 75 mal 75, 75, 75, 75. Und eigentlich unterscheiden sich diese drei Fächer nur vom, wie sie sozusagen aufgeteilt sind. Hier beim einen ist es mit so einer Klappe. Und hier sind sozusagen, ist eine Unterteilung, dass man eben Computer reinlegen kann oder einfach noch so ein paar andere Sachen. Da sind jetzt zum Beispiel noch meine Stricksachen drin. Hier haben wir so einen Schuber, was wir ganz praktisch fanden, weil man da Sachen dann einfach so reinschlichten kann. Und ganz super ist natürlich hier der Bereich für Ordner. Also hier habe ich jetzt auch noch Sachen drin für meine Selbstständigkeit, aber wie man sieht, ist hier einfach auch genug Platz. Und das ist eben das, was mir bis dahin gefehlt hat, dass ich einfach wirklich einen Ort habe, wo ich meine ganzen Ordner unterbringen kann. Und jetzt bin ich einfach super happy, dass ich mir nach diesen 2 Jahren einfach ein cooles Regal gegönnt habe, wo das dann eben auch genug Platz hat, wo ich gut hinkomme und wo es mir einfach Spaß macht, damit zu arbeiten. Genau, I'm happy. Wenn wir jetzt schon bei dem ganzen Thema Produktivität sind, wollte ich euch noch kurz von Notion erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr über Notion schon mal gestolpert seid. Das wurde seit so ein paar Monaten, habe ich das Gefühl, ziemlich gehypt, weil es so ein All-in-One-Produktivitätstool ist, habe ich gelesen. Das Besondere oder Spannende daran ist, dass man wirklich mit unterschiedlichen Inhaltstypen arbeiten kann. Also man kann zum Beispiel Content-Kalender erstellen, einfach Texte schreiben, To-Do-Listen führen. Man kann es dann, glaube ich, auch mit anderen Tools verbinden. Es gibt unterschiedliche Templates. Also ich glaube, es ist ein ziemlich starkes Tool. Ich habe mich einmal damit auseinandergesetzt und dann sofort wieder Abstand davon genommen, einfach weil mir das viel zu viel war. Es gibt Kurse zu Notion, es gibt Templates, es gibt ich weiß nicht was, wo man dann auch viel Geld dafür zahlt. Und das war es mir ehrlich gesagt nicht wert. Ich mag ehrlich gesagt auch keine Tools, die einem die Zeit stehlen, indem man sich dann nur noch mehr strukturiert. Also ich will mich strukturieren und dann arbeiten, aber ich will nicht extrem viel Zeit damit verbringen, mich zu strukturieren und da erstmal ein Tool aufzusetzen. Und dieses Tool kam mir am Anfang einfach viel zu krass vor für das, was ich brauche. Allerdings hat sich meine Meinung jetzt ein bisschen geändert. Ich bin in so einem Marketing-Coworking Weekly mit so ein paar Texterinnen und Content-Creatern sozusagen und die Julia. Ich weiß nicht, Julia, falls du es siehst, dann vielen Dank an dieser Stelle an dich. Aber die Julia hatte mir einfach erzählt, dass sie Notion auch nutzt und es hat mich irgendwie inspiriert und dann habe ich es nochmal ausprobiert und die Julia hatte mir auch so ein bisschen, weiß ich nicht, die Angst genommen und hat gesagt, naja, sie legt einfach nur irgendwelche Pages an und verfasst damit ihre Texte, soweit ich das verstanden habe. Und eine andere Freundin von mir hat jetzt auch nochmal von Notion geschwärmt und dass sie da so eine To-Do-Liste hat. Und diese Weekly-To-Do-List fand ich wirklich genial. Das habe ich jetzt nochmal ausprobiert und möchte euch jetzt dann eben zeigen. Und warum ich das für mich als Selbstständige so gut finde, ist, weil man so die Woche ein bisschen vorplanen kann. Das kann man auch mit jedem anderen Kalender auch. Man kann dann seine To-Dos, oder das habe ich gemacht, das zeige ich euch auch gleich, mit Farben markieren. Das kann man auch einfach in einem normalen Kalender, also alles, was ich jetzt sage, kann man in einem normalen Kalender auch machen. Man kann auch To-Dos abhaken. Aber für mich hat jetzt dieses Tool irgendwie, macht mir jetzt aktuell einfach sehr viel Spaß. Was ich aber gerade sagen wollte, ist, man kann da dann seine To-Dos farbig anmarkieren oder kategorisieren mit unterschiedlichen Farben. Wenn ich anfange zu arbeiten, dann mache ich mir kurz mein Notion auf und schaue, was wichtig ist, was ich jetzt den Tag über machen muss. Und das würde ich euch jetzt einfach mal ganz kurz zeigen. So sieht mein Notion aus. Das hier ist meine Startseite, wenn man das so nennen kann.
Ich hatte da von einer anderen Content-Creatorin, die hatte kostenlos so ein Template oder so zur Verfügung gestellt, wie man sich so ein Dashboard eben einstellen kann. Das kann ich euch unten gerne verlinken. Was man jetzt ja hier auf der rechten Seite sieht, das ist einfach, was ich da gemacht habe, ist, dass ich einfach mir Seiten angelegt habe. Das macht man dann so, add a page. Hier habe ich das dann mit einem Icon versehen, also hier zum Beispiel mit einem Stift. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist, dass ich Blogposts, die ich für meine eigene Marke, also Schrift und Herz, für mich als SEO-Texterin, Content-Creator, die ich auf meinem Blog veröffentlichen will, die verfasse ich einfach jetzt hier in Notion. Das heißt, ich habe hier ich versehe das mit so einem Icon, da könnte man aber auch was auch immer nehmen und dann nenne ich das zum Beispiel Blogpost 1 oder 2 und dann sieht man das hier eben schon. Man kann das dann hier auch verschieben. Und hier kann man dann einfach, ups, nee, ich will nicht mit AI schreiben. Hier kann man dann einfach schreiben, 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 schreiben. Man kann das dann auch fetten oder farbig markieren. Also es ist eigentlich wie so ein ganz normales Dokument. Und man kann Bilder einfügen, total easy. Das ist wie so eine Art, wenn ihr manchmal mit Content-Management-Systemen arbeitet, das ist einfach so Copy and Paste, dass man da Sachen dann einfügen kann, Bilder zum Beispiel. Und das finde ich bis jetzt eigentlich ganz angenehm. Dann habe ich gerade noch kurz was angelegt, einfach um es euch zu zeigen, aber das ist nichts, was ich verwende. Ich hatte hier eigentlich einen Content-Plan angelegt, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich das wirklich verwenden könnte und dass ich es euch zeigen könnte. Aber was man eben auch machen kann, ist, dass man hier einen Add a Page, eine neue Seite anlegt und hier kann man dann zum Beispiel mit einem Kalender arbeiten. Das wird dann sozusagen angelegt und wenn man sagt, man möchte zum Beispiel mit einem Social Media Kalender arbeiten, dann hat man hier einfach die Möglichkeit, dass man dann so den Kalender eben sieht und da dann seine Posts sozusagen einplanen. Aber wie gesagt, ich arbeite bis jetzt nur super rudimentär mit dieser Kalenderfunktion, sondern eben am meisten mit solchen Pages, wo ich die ganzen Blogposts schreibe, dann habe ich hier auch noch einen Blogpost-Backlog. Das zeige ich euch jetzt nicht, weil da eben so ein paar Inhalte sind, die ja ich dann eben auf meinem Blog poste. Und womit ich jetzt zurzeit am liebsten arbeite, das ist meine Weekly To-Do-List. Das ist jetzt ein Duplikat. Das hier ist meine private sozusagen. Also da sind auch meine aktuellen To-Dos wirklich drinnen. Aber wie man das erstellt, das geht total einfach. Und zwar fügt man hier ein Template hinzu und zwar hat man dann hier live und es ist eine Weekly To-Do-List, Get Template und dann hat man hier eben seine Weekly To-Do-List. Was ich gemacht habe, ist, dass ich Samstag und Sonntag rausgenommen habe und alles andere erklärt sich dann eigentlich von selbst. Man hat es dann hier eben eingefügt. Ich lösche die jetzt hier wieder, weil ich noch eine habe, die ich ein bisschen angepasst habe und die ich euch gerne zeigen möchte, aber ja, so sieht es grundsätzlich aus. Man kann das dann natürlich auch mit solchen Emojis ergänzen und ein bisschen verschönern. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz meine. Und zwar ist sie vom Konzept her auch so wie das Original. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich eben Samstag und Sonntag rausgelöscht habe. Und was ich auch noch gemacht habe, ist ein Motto der Woche. Ich folge einer Frau, die sich um das Thema Finanzen kümmert. Und da fand ich eben einen Punkt von ihr ganz gut, so für Selbstständige, dass man sich hin und wieder mal fragt, macht das mein Boot schneller oder halt bringt es mir selbst was? Und das habe ich mir als Motto der Woche einfach für mich mitgenommen. Und ja, was man hier jetzt einfach machen kann, ist, dass man seine To-Dos einfügt. To-Do, To-Do. Und was ich jetzt dazu noch gemacht habe, ist, dass ich mir vier Kategorien aufgelegt habe. Das ist Business, also alles, womit ich eben Geld verdiene. Schrift und Herz, meine eigene Marke, Mind and Body. Einfach das so Self-Care und das, was mir gut tut, dass das nicht zu kurz kommt. Und außerdem einfach persönliche Termine oder persönliche To-Dos. Und was man dann zum Beispiel machen kann, ist, dass man das hier mit einer Farbe hinterlegt. Also zum Beispiel, das ist ein To-Do, ein Business-To-Do. Das hier ist ein persönliches To-Do. Und so mache ich es dann eben, dass ich am Sonntagabend einfach anschaue, was steht an diese Woche, welche Termine habe ich, was kann ich wie streuen. Und das fülle ich mir dann hier eben rein. Und einfach noch ganz kurz so ein bisschen ein Einblick in das Leben einer Selbstständigen. Aber ich hatte eben so vor 2 Wochen ein bisschen die Frustration, dass ich sehr, sehr viel eben hier in diesem gelben Bereich war, also viel für Kunden gearbeitet habe, was natürlich gut ist,
weil mir die Arbeit mit Kunden auch total Spaß macht. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass ich schauen muss, dass ich für meine Marke was mache, aber eben auch, dass ich auf mich selbst achte und dass meine persönlichen Termine nicht hin und nicht hinten runterfallen. Und dieses Farbsystem hilft mir jetzt auch einfach auf einen Blick zu sehen, wo ich vielleicht ein bisschen unausgeglichener bin. Und für mich ist auch klar, dass Business immer einen sehr hohen Anteil haben wird. Aber genau, das ist für mich einfach eine schöne Möglichkeit, um zu schauen, dass die anderen Sachen schon auch ihre Gewichtung bekommen. Was ich auch noch habe, ist Sonstiges und Backlog. Da fülle ich zurzeit nicht so viel rein. Aber wenn Sachen hier zum Beispiel nicht abgehakt werden können, dann würde ich sie hier mit runternehmen und dann in die nächste Woche übertragen. Falls es jemanden unter euch gibt, der sich mit Notion schon mal auseinandersetzen wollte, aber auch so ein kleines bisschen überfordert war von den ganzen Möglichkeiten, dann ist das jetzt vielleicht so eine kleine Inspiration, wie ihr damit starten könnt. Okay, dritter Punkt für heute, was ich euch noch zeigen möchte, und danach habe ich, glaube ich, mal wieder genug gesprochen in diesem Vlog, ist ein Buch. Ich möchte gerne jetzt noch kurz drüber sprechen, weil ich es später zurückgeben muss in der Bibliothek. Und ja, ich wollte es euch einfach noch ganz kurz zeigen und ein paar Sätze darüber verlieren. Das Buch heißt Butter. Es ist von Asako Yuzuki und ich lese euch kurz vor, was hinten drauf steht. Rika, eine junge Journalistin, trifft in Tokio auf die exzentrische Serienmörderin Manako Kaji, die sich im Leben nimmt, was sie will und Männer mit ihren exquisiten Kochkünsten verführt haben soll. Schon bald gerät sie mehr und mehr in ihren Bann. Ich fühle mich jetzt nicht zu 100% wohl, da jetzt schon eine komplette Review zu geben oder meine Meinung abzugeben, weil ich das Buch noch nicht mal fertig gelesen habe. Aber wie gesagt, weil ich es eben abgeben muss, wollte ich es zumindest noch kurz zeigen und erzählen, was ich bis jetzt davon halte. Wie immer habe ich von Büchern nicht wirklich viel Ahnung und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich da jetzt total laienhaft über dieses Buch spreche. Ich kann dieses Buch bis jetzt auf jeden Fall empfehlen, weil das auf mich einen sehr starken Eindruck von einer cool feministischen Lektüre macht. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig zusammengefasst habe damit. Aber was ich sagen will, ist, ich lese jetzt nicht grundsätzlich oder explizit feministische Lektüre, aber ich bin jetzt bei diesem Buch und auch bei einem anderen Buch, worauf ich gleich noch eingehe, ist mir aufgefallen, dass da Frauen im Zentrum stehen, die sich auf eine ganz interessante Art und Weise aus so gesellschaftlichen Normen, Klischees, Zwängen irgendwie befreien. Und sehr oft hat es auch was mit Schönheit, wie man als Frau sein soll. Sehr oft hat es was damit zu tun. Und ich finde die Herangehensweise immer total spannend und cool und sehr, sehr erfrischend. Bei diesem Buch geht es eben um eine Serienmörderin, die Essen total liebt. Und ich sage es, wie es ist. Also ich esse hin und wieder super gerne ein Butterbrot. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, hätte ich am liebsten so gerne so viel Butter gegessen, weil man da einfach wirklich irgendwie Lust bekommt aufs Essen. Keine Ahnung, ob es an diesen ganzen Rezepten liegt, die da einfach auch so ein bisschen beschrieben werden oder wie das Essen und die Gerüche und die Geschmäcker da vorkommen. Ich kann es nicht sagen, aber ich hatte auf jeden Fall Lust auf ein Butterbrot, als ich das gelesen habe. Und das andere Buch, woran mich das total erinnert hat, ist Die Vegetarierin. Das ist auch von einer asiatischen Schriftstellerin, meine ich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob sie aus dem gleichen Land kommen. Hier ist es Japan. Ich glaube, das andere Buch, glaube ich, kommt aus Südkorea, bin mir da aber auch nicht sicher und möchte diese Bücher auf gar keinen Fall über einen Kamm scheren. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich mich daran erinnert habe, weil es bei der Vegetarierin auch darum geht, dass eine Frau sich in Bezug aufs Essen von manchen gesellschaftlichen eben Normen, Überzeugungen da irgendwie so eine Ausflucht findet. Und das sind zwei so Themen oder Herangehensweisen, die ich davor noch nie so wirklich kennengelernt habe in Büchern und ich fand es einfach, wie ich vorhin schon gesagt habe, super erfrischend und super spannend. Vom Stil her gefällt es mir auch sehr gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es super herausragend ist, aber von der Story finde ich es halt einfach total spannend und ich finde es schade, dass ich das Buch jetzt wahrscheinlich nicht fertig lesen kann, aber wenn ihr mal drüber stolpert, dann könnt ihr auf jeden Fall mal so ein bisschen reinlesen.
Und allgemein habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich zurzeit nicht mehr so viel zum Lesen komme. Also finde ich das total schade. Falls ihr irgendwelche Tipps habt für mich, wie ich wieder mehr lesen kann oder wie ich abends oder tagsüber mehr Energie finde fürs Lesen, dann sagt mir gerne Bescheid. Jetzt werde ich mal noch ein kleines bisschen weiterarbeiten. Ich bin später noch ehrenamtlich unterwegs und mal schauen, was ich euch dann noch zeige. Aber ansonsten sehen wir uns morgen wahrscheinlich auf dem Radl, wenn ich ins Werk 1 fahre. Aber ja, alles in allem hatte ich einen relativ guten und produktiven Tag. Ich kann später wahrscheinlich sehr viele Punkte von meiner Notion-Liste abhaken. Sehr cool. Ich habe heute ja im Werk 1 gearbeitet und habe die Alisa gesehen. Das ist eine ehemalige Kollegin, mit der ich jetzt auch sehr viel zusammenarbeite. Sie ist eine sehr geniale Webdesignerin, die einfach super ist und mit der ich total gerne zusammenarbeite. Also es war total schön. Aber ich habe jetzt einfach so richtig Kopfschmerzen noch bekommen. Und ja, ich werde jetzt noch kurz einen Social Media Post für den Kunden vorplanen für morgen. Und dann eine Tablette nehmen und mich dann wahrscheinlich kurz hinlegen, weil ich um 7:30 nochmal weiter muss zu einer ehrenamtlichen Veranstaltung. Und ja, heute ist einer so von diesen Tagen, wo man wirklich die meisten To-Dos auf einen anderen Tag verlegt und einfach irgendwie schaut, dass man durchkommt. Ja, es hätte auch sein können, dass es mit dem Kopf wie wieder besser wird, aber irgendwie dadurch, dass ich einfach nicht so viel Schlaf hatte und ich glaube auch einfach so diese Wetterumschwünge, die wir jetzt gerade so im Frühling so haben, ich glaube, die machen sich einfach wirklich bemerkbar und ja. Genau, also das ist jetzt so der Plan für heute. Vielleicht schaffe ich es morgen, dass ich in der Früh zum Yoga gehe. Ja, ich nehme es jetzt einfach, wie es kommt. Hilft dir alles nichts. Und ja, ich glaube, ich werde mich für heute jetzt auch abmelden. Mehr gibt es von mir jetzt nicht mehr zu sehen. Es ist mittlerweile Freitag. Ungefähr 17 Uhr. Ich hatte ja echt gedacht, dass das so ein super productive Vlog wird. Aber man muss es dann auch einfach authentisch halten. Und ich glaube, diese Woche ist so eine Woche, wo ich es einfach einigermaßen authentisch halten muss. Und das wollte ich eben auch erzählen. Irgendwie hatte ich heute dann immer noch Kopfschmerzen und war morgens zwar beim Yoga, weil ich gedacht hatte, das hilft mir vielleicht. Und es war eigentlich auch ganz gut, einfach so ein bisschen kurz mal rauszukommen und mich zu bewegen. Und ich habe natürlich nicht mitgefilmt, weil ich es einfach total vergessen habe. Und ich habe mich danach auch einfach mal noch kurz aufs Sofa gesetzt und habe es einfach ein bisschen langsamer angehen lassen. Ja, hat aber nichts gebracht. Ich musste dann am Ende doch eine Tablette nehmen und ich hatte dann zwar noch Termine, aber ich habe mich dann mittags einfach mal hingelegt und eine Stunde geschlafen, weil ich einfach so Kopfschmerzen hatte. Und es geht mir jetzt auch besser und ich will jetzt auch einfach nochmal so ein kleines bisschen in die Abendstunden reinarbeiten, damit ich so meine Themen, die wirklich abgeschlossen werden müssen, auch wirklich abschließen kann. Alles in allem bin ich aber eigentlich relativ zufrieden mit der Woche. Ich habe eigentlich alles abgehakt, was ich abhaken wollte. Ein paar so kleine private To-Dos kann ich auch noch am Wochenende machen. Das ist alles kein Problem. Von daher ja, bin ich zufrieden, so wie dieser Stuhl knarzt. Sorry, ich bin eben damit zufrieden, wie ich jetzt so die ganzen Aufgaben abgeschlossen habe. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, dass es sich manchmal auch lohnt, so einen kleinen Puffer zu haben für, ja, wenn halt einfach nicht alles nach Plan geht. Gut, so ist es. Ich hatte euch ja am Mittwoch noch kurz von einem Buch erzählt. Und das Coole ist, ich wollte es euch einfach noch mal ganz kurz zeigen. Ich habe es wieder mitgenommen aus der Bibliothek. Ich habe es zurückgegeben und habe mir dann einfach gedacht, ich probiere mal, ob ich es nochmal ausleihen kann. Und hier ist es. Ich habe es mir nochmal ausgeliehen und hoffe, dass ich jetzt einfach mal schneller damit durchkomme, damit ich es dann auch wirklich beenden kann, bevor ich es wieder abgeben muss. Und ich zeige euch noch zwei andere Bücher, die ich mir mitgenommen habe, aber wo ich keine Ahnung habe, ob die gute nicht, fand es einfach ganz spannend. Und zwar das eine ist Der Markisenmann von Jan Weiler.
Was wissen wir schon über unsere Eltern? Meistens viel weniger, als wir denken und manchmal gar nichts. Ein Buch über das Erwachsenwerden und das Altern, über die Geheimnisse in unseren Familien, über Schuld und Verantwortung und das orange-gelbe Flimmern an Sommerabenden. Fand ich irgendwie ganz ansprechend, habe ich mir mitgenommen. Und dann noch ein relativ dünnes Buch, so. Das heißt von Kai Dixie, Szenen des Unbehagens. An der englischen Küste in einer nahen, unbestimmten Zukunft. Ein toter Hund, ein verschwundenes Buch, ein paar flüchtige Schatten, so fängt es an. Fand ich irgendwie auch ganz interessant, habe ich mir mitgenommen. Und das hier habe ich mir bestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Das ist ein Buch übers Stricken, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ich glaube, ich kam darauf, weil es eben Basisstrickanleitungen enthält. Aber ich habe jetzt eben gesehen, das ist das Buch von einer dänischen Strickqueen namens, ich hab noch nie was Dänisch ausgesprochen, Lerke Bagger. Und ja, die macht super verrückte Designs. Und ich glaube, es ist einfach so ein eher alternativeres Strickbuch. Finde es aber eigentlich ganz cool. Also ich habe dann schon so ein bisschen mal so durchgeschaut und freue mich jetzt, mir noch so ein bisschen Inspiration zu holen. Vielleicht lerne ich auch noch ein bisschen was. Ich bin ja wirklich eher eine Strickanfängerin. Also ich habe zwar jetzt schon so 4, 5 Pullis oder so gestrickt und bin jetzt gerade an einem Cardigan. Aber ja, vielleicht lerne ich da einfach noch so ein bisschen mehr über unterschiedliche Strickmuster und so weiter und so fort. Genau, ist so mein neu entdecktes Hobby. Deswegen dieses Buch. Und damit werde ich mich jetzt einfach hier schon mal von euch verabschieden. Wie immer bin ich super dankbar, dass ihr hier seid. Ich freue mich total, wenn ihr mir auch hier folgt, wenn ihr liked, wenn ihr kommentiert. Würde mich riesig freuen. Ihr könnt mir auch super gerne erzählen, wie es bei euch zurzeit so läuft, wenn ihr selbstständig seid. Wie waren eure ersten Monate? Wie geht's euch? Ja, vielleicht tauschen wir uns in den Kommentaren aus. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und dann schauen wir mal, wann wir uns wiedersehen. Ich habe ein anderes Video noch zum Thema Gründungszuschuss geplant. Mal schauen, was das so wird. Und damit verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine super gute Zeit. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr da wart und bis ganz bald.